Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir häkeln heute eine super einfache Häkelmütze mit einem hübschen Rippenmuster zusammen. Diese Mütze ist nicht nur das perfekte Weihnachtsgeschenk, sondern auch perfekt für Anfänger geeignet, da sie ohne Zu- oder Abnahmen in Reihen gehäkelt wird. Ich hatte euch letztes Jahr schon mal eine ähnliche Mütze aus festen Maschen gezeigt und da diese so gut bei euch ankam, gibt es heute eine ähnliche Version aus halben Stäbchen, damit die Mütze dann noch schneller fertig wird. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich freue mich wirklich immer riesig darüber, genauso wie über einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, jetzt habe ich genug gequatscht. Ran an die Nadeln. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich verwende für meine Häkelmütze heute die Memory von Wool Addicts. Das sind 50 Gramm mit 100 Meter. Und das ist eine super, super weiche Wolle. Das ist Merino super fein zu 88% und 12% Polyamid, damit das die Form ein bisschen besser hält. Also dieses Garn kann ich euch wirklich sehr für diese Mütze empfehlen. Und normalerweise zeige ich euch natürlich das volle Garn. Heute möchte ich euch aber zeigen, was ich übrig habe. Ich habe nämlich insgesamt 2 Knäuel verwendet. Und hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig. Also bedeutet, falls ihr die Mütze noch ein bisschen größer machen möchtet als ich, sodass die ein breiteres Bündchen hat oder vielleicht auch für euren Mann, dann reicht das absolut mit 2 Knäuel. Außerdem benötigt ihr noch ein Maßband, eine Häkelnadel. Ich habe hier eine 6 mm Häkelnadel verwendet. Ich häkel aber auch ein bisschen lockerer. Bedeutet, wenn ihr jetzt sehr fest häkelt, dann könnt ihr auch eine 6,5 oder sogar eine 7 mm Nadel verwenden. Dann brauchen wir natürlich noch eine Wollnadel und eine Schere und dann kann es auch schon losgehen. Wir starten mit einer Luftmaschenkette und dafür lasst ihr euch diesen kurzen Faden so ungefähr 20 cm abstehen und macht dann hier so eine Schlaufe. Also einfach hier so durch. So mache ich immer meinen Anfang. Und dann haben wir hier nämlich eine Schlaufe, wo wir mit der Nadel durchfahren können. Dann nehmen wir uns die Grundstellung ein. Und ich mache bei dieser Wolle jetzt insgesamt 43 Luftmaschen. Also heißt, man holt sich hier immer einfach nur den Faden und zieht den durch, diese Schlaufe auf der Nadel durch. Ich zeige es einmal. Faden holen. Und hier durch die Schlaufe ziehen. Achtet darauf, dass ihr das relativ locker macht, damit ihr dann einen schönen elastischen Anschlag habt. Also wieder einfach Faden holen und durchziehen. Und somit habt ihr jetzt hier schon 3 Luftmaschen gemacht. Insgesamt machen wir davon jetzt 43 Stück. Und falls ihr das mit einer anderen Wolle macht, zeige ich euch natürlich auch nochmal, wie lang die ungefähr sein sollte. Also im ungedehnten Zustand sollte die mindestens so 30 cm lang sein. Diese Wolle ist aber auch sehr dehnbar, also deswegen eignet sich dieses Garn wirklich perfekt für diese Mütze. Und dann geht es jetzt auch schon los. Wir werden diese komplette Mütze aus halben Stäbchen häkeln. Dadurch bekommen wir nämlich wirklich so ein wunderschönes Rippenmuster, das im Nachhinein auch wirklich aussieht, wie als wäre es gestrickt. Also ich finde, das hat so sehr viel von einem Rechts-Links-Strickmuster. Und genauso werden wir das jetzt auch machen. Nach unserer Luftmaschenkette ist es jetzt wichtig, erstmal Höhe aufzubauen. Und um Höhe aufzubauen, müssen wir immer am Anfang von jeder Reihe, die wir machen, nochmal 2 extra Luftmaschen anschlagen. Also 1, 2. Und diese 2 Luftmaschen, die wir jetzt gemacht haben, die könnt ihr euch jetzt als Fake erstes halbes Stäbchen vorstellen. Also bedeutet, die ersetzen jetzt gleich unser erstes halbes Stäbchen. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, dass dieses halbe Stäbchen jetzt aus der dritten Masche kommt. Also bedeutet, wenn wir jetzt einfach hier reingehäkelt hätten in die erste, dann wäre ja hier was drüber. Und dadurch, dass das in der ersten Reihe noch nicht geht, sehen wir jetzt also diese 2 Luftmaschen als gefakedes halbes Stäbchen und das kommt sozusagen aus der Masche hier raus. Also bedeutet, wir lassen jetzt diese ersten 3 Luftmaschen frei, weil wir sozusagen in diese Masche jetzt schon dieses halbe Stäbchen gemacht haben. Bedeutet, wir häkeln jetzt erst in die vierte Masche von der Nadel ausgezählt
Und dafür machen wir uns hier erstmal einen Umschlag um unsere Nadel und stechen dann in die vierte Masche ein. Und dann holen wir uns einmal hier diesen Faden durch diese Masche durch. Jetzt haben wir also drei solche Umschläge auf unserer Nadel. Und dann holen wir uns den Faden wieder und ziehen ihn durch alle drei Umschläge auf einmal durch. Und jetzt könnt ihr das schon sehen. Jetzt haben wir unser erstes richtiges halbes Stäbchen gehäkelt. Aber im Prinzip haben wir jetzt schon zwei, wenn ihr das zählt, weil wir ja hier eins haben und dann das. Also eins, zwei wird das gezählt. Und übrigens rate ich euch auch, wenn ihr Anfänger seid, die Reihen immer mitzuzählen. Also heißt, ihr zählt dann erstmal dieses Fake halbe Stäbchen als eins. Dann haben wir hier zwei. Und dann kommt das dritte, also hier wieder einen Umschlag um die Nadel, durch die nächste Masche fahren, den Faden einmal holen und dann haben wir hier drei Umschläge auf unserer Nadel. Dann holen wir uns den Faden wieder und ziehen ihn durch alle drei Umschläge durch. Jetzt haben wir wieder ein halbes Stäbchen gemacht, heißt wir haben jetzt drei Stück. Und insgesamt brauchen wir ja in jeder Reihe 43, also zählt da wirklich mit, wenn ihr Anfänger seid, damit eure Reihen dann auch gerade werden, weil sonst passiert das ganz schnell, dass die breiter und dünner werden. Und das machen wir jetzt einfach, bis wir am Ende unserer Luftmaschenkette angekommen sind. Also heißt, wir machen in jede Masche von unserer Luftmaschenkette ein halbes Stäbchen rein. Ich habe jetzt also in jede Masche von der Luftmaschenkette ein halbes Stäbchen gemacht und das sind jetzt also insgesamt mit unserem gefakten, immer dran denken, 43 Stück. Und somit haben wir jetzt die erste Reihe fertig und wie gesagt, wir starten jetzt, um Höhe aufzubauen, jede nächste Reihe immer so, dass wir erstmal zwei Luftmaschen machen. Also Faden einfach holen, durch die Schlaufe auf der Nadel ziehen, Faden nochmal holen. Und somit haben wir zwei Luftmaschen gemacht, um Höhe aufzubauen. Und da wir immer von rechts nach links häkeln, drehen wir uns das Häkelstück hier einfach einmal um. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass wir uns ja vorstellen müssen, wir müssen ja in jede Masche ein halbes Stäbchen häkeln. Und da haben wir jetzt ja schon ein Fake-halbes Stäbchen gemacht. Also bedeutet, das kommt aus dieser Masche hier raus. Und deswegen müssen wir da jetzt nichts mehr reinhäkeln, weil wir das sozusagen ja schon für diese Masche haben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Achtet darauf, weil sonst wird euer Häkelstück dann eben breiter und dünner. Gerade bei Anfängern passiert sowas sehr oft. Also da wirklich drauf achten. Und wir wollen ja jetzt hier so ein tolles Rippenmuster bekommen. Und das erhalten wir ganz einfach. Und zwar machen wir uns für immer erstmal einen Umschlag für das halbe Stäbchen. Und normalerweise sticht man beim Häkeln dann durch das ganze V-Glied. Also wenn ihr euch das hier so ein bisschen auseinanderzieht, dann seht ihr, das ist immer wie so ein kleines V. Das machen wir dieses Mal aber nicht, sondern um dieses Muster zu erhalten, stechen wir nur durch die hintere Seite von unserem V-Glied. Also das hier hinten liegt. Und dann holen wir uns den Faden. Dann haben wir wieder drei auf der Nadel, drei Umschläge, holen uns den Faden wieder und ziehen ihn durch alle durch. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Reihe entlang. Also heißt, wir machen wieder unser halbes Stäbchen und zwar nur durch den hinteren Teil unseres V-Glieds, holen uns den Faden und häkeln das ganz normal ab. Und das machen wir jetzt einfach die ganze Reihe entlang so. Und das funktioniert auch immer so. Wir stechen nur durch den hinteren Part der Masche. Und dann kann man das auch schon so ein bisschen erkennen. Dann stehen nämlich diese Maschen hier so vor und die bilden dann eben hier dieses schöne Muster. Also man kann es schon so ein bisschen erkennen. Ich bin jetzt fast am Ende der ersten Reihe angekommen und möchte euch jetzt aber unbedingt auch nochmal zeigen, wie wir das am Ende richtig machen, damit eure Reihen eben nicht dann so werden. Ich höre das nämlich leider immer ganz, ganz oft von Anfängern und deswegen zeige ich es euch richtig. Dann wisst ihr auch, wie es funktioniert. Also, wenn ihr euch das wieder so zu euch dreht, seht ihr ja diese V-Glieder. Und da seht ihr jetzt auf jeden Fall noch zwei Stück oder ich zumindest gerade. Und wenn ihr aber mitgezählt habt, dann seht ihr schon, ihr habt jetzt erst 42. Aber hier ist jetzt nicht mehr so ein wirkliches V-Glied übrig. Und das liegt daran, dass wir am Anfang jeder Reihe immer diese zwei Luftmaschen machen. Das ist ein Fake-halbes Stäbchen. Aber das gehört natürlich auch dazu. Bedeutet, auch hier müssen wir nochmal ein halbes Stäbchen draufsetzen. Und da fahrt ihr dann hier einfach nur durch einen so einen Knoten, der sich halt hier oben befindet.
Also das ist nicht so gut sichtbar, aber da einfach nochmal durchfahren und da das letzte halbe Stäbchen reinmachen. Und dann seht ihr schon, dann ist eure Reihe hier nämlich wirklich gerade abgeschlossen und darauf müsst ihr einfach achten. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr Anfänger seid und dann noch ein bisschen Schwierigkeiten habt, das gut zu erkennen, zählt mit, sodass ihr am Ende mit dem Fake halben Stäbchen, also mit diesen zwei Luftmaschen, immer auf 43 kommt. Und jetzt sind wir am Ende angekommen und dann geht es wieder genauso weiter wie immer. Wir machen uns zwei Steigeluftmaschen, drehen uns das Häkelstück wieder um und dann denken wir daran, dass dieses Fake halbe Stäbchen hier aus dieser ersten Masche kommt. Heißt, wir müssen erst durch die zweite häkeln und auch hier jetzt wieder immer nur durch das hintere Maschenglied. Und wenn ihr das dann eine Weile gemacht habt, dann könnt ihr das Muster auch wirklich schon ganz schön erkennen. Also es wird dann immer besser und besser sichtbar mit jeder Reihe. Und einfach wirklich darauf achten, dass ihr das hier am Anfang immer richtig macht und hier am Ende. Und dann habt ihr hier nämlich am Schluss wirklich einen schönen geraden Rand und eure Mütze wird perfekt. Und das machen wir jetzt einfach ein ganzes Stück weiter, also immer in diesem Schema fortfahren. Ich habe jetzt also eine ganze Weile weiter gehäkelt und bei mir ist mein Stück jetzt hier im ungedehnten Zustand um die 40 cm, also ungefähr 41. Und jetzt denkt ihr vielleicht erstmal, das ist aber ein bisschen wenig. Ihr müsst aber darauf achten, dass die Mütze ja euch passt, wenn ihr sie aufhabt. Und wenn ihr sie aufhabt, dann dehnt sich das Ganze ja nochmal ein ganzes Stückchen. Und das Wichtige ist, dass ihr da dann euren Kopfumfang sozusagen habt. Am besten hebt ihr es euch einfach mal ran oder wenn ihr jetzt das für jemand anderen macht, dann könnt ihr einfach schauen, dass es im gedehnten Zustand, also in meinem Fall jetzt hier 55 cm hat. Eine erwachsene Frau hat nämlich im Durchschnitt zwischen 54 und 56 cm. Und wenn ich das Ganze jetzt hier wirklich dehne, dann sind das bei mir nämlich 55 cm. Und ihr seht schon, dann kommt das Muster hier auch nochmal sehr viel schöner zur Geltung. Und dann sieht das wirklich auch ein bisschen aus, als wäre das gestrickt. Anschließend können wir uns dann die zwei kurzen Seiten aufeinander legen. Die werden wir jetzt nämlich miteinander verbinden. Und damit ich das auch schön gleichmäßig mache, stecke ich mir hier einmal das Ende fest. Dann nehme ich hier einfach so eine Klammer, damit ich dann auch alles richtig hier mache und sich das nicht verschiebt. Können wir in der Mitte auch nochmal eine anbringen. Also schaut, dass sich das hier gut aufeinander liegt. Und dann können wir es hier nochmal verbinden. Und ich verbinde das Ganze jetzt mit Kettmaschen. Und dafür mache ich mir jetzt erstmal eine extra Masche hier noch. Also diesmal nur eine Steigeluftmasche, nicht zwei, wie ihr es ja bisher immer gemacht habt. Und jetzt können wir das Ganze einfach verbinden. Also bedeutet, ihr stecht erstmal hier durch den Anfang durch. Also einmal hier unter der letzten Masche. Und dann stechen wir gleichzeitig hier durch diese erste Masche und hier machen wir es auch wieder so, wie ihr es gewohnt seid, dass wir nur durch ein Maschenglied fahren und zwar diesmal hier dieses, was vorne liegt. Also da fahren wir dann auch durch. Ich komme noch mal ein bisschen näher ran, dass ihr es besser erkennen könnt. Also so sieht das aus. Ich fahre hier wirklich nur, das ist unser V-Glied, durch das erste Teil und dann hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch alles durch. Dann habe ich jetzt hier eine Schlaufe auf der Nadel und so fahre ich jetzt einfach die ganze Zeit fort. Ich steche hier unter der nächsten Masche ein und dann steche ich hier bei der nächsten Masche nur durch das vordere V-Glied, hole mir den Faden und ziehe ihn durch alles durch. Und das machen wir jetzt einfach die ganze Reihe lang so weiter, bis wir dann am Ende alles schön und gleichmäßig verbunden haben. Ich bin jetzt am Ende angekommen und auch hier fahre ich nochmal durch die beiden letzten Maschen, damit das dann hier wirklich alles perfekt verbunden ist. Und übrigens, falls ihr euch jetzt dachtet, wow, die hat das jetzt aber ganz schön weit gezogen, Wolle gibt auf jeden Fall nochmal sehr stark nach. Und wenn ihr die Mütze ein paar Mal getragen habt, dann wird die sich noch ein ganzes Stückchen ausleiern. Und aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr die am Anfang wirklich noch ein bisschen eng auf dem Kopf habt, weil wenn die am Anfang schon so locker auf dem Kopf sitzt, dann werdet ihr die bald verlieren. Also das macht dann keinen Spaß. Also lieber ein bisschen zu eng und die leiert sich dann noch aus. Jetzt können wir uns den Endfaden hier erstmal relativ lang abschneiden. Also der darf auf jeden Fall
um die, sagen wir mal, 70 cm oder sowas sein. Und dann schnappen wir uns unsere Vernähnadel. Ich verwende hier immer so eine Wollnadel, die ist nämlich unten stumpf, da tut man sich nicht weh und hat ein besonders großes Öhr, damit die Wolle dann auch durchpasst. Aber verlinke ich euch natürlich wie immer alles in der Infobox. Und dann können wir jetzt nämlich hier erstmal unseren Faden rausziehen. Also heißt, wir haben das jetzt hier beendet. Und dann mache ich den Faden erstmal in meine Nadel rein. Und jetzt fahren wir immer durch jede obere Rippe, die wir hier sehen. Also wir haben ja immer hier diese oben aufliegenden Maschen. Und da fahren wir immer einmal durch dieses linke Glied hier durch. Also ihr seht ja, hier sind diese Maschen. Und da fahren wir dann durch das linke Glied durch. Und das machen wir einmal die ganze Runde entlang. Also immer bei den oben liegenden Maschen. Also diese Reihe hier, die so aufliegt. Bei dem linken Glied durchfahren. So, und wenn wir jetzt hier überall einmal durchgefahren sind, so sieht das jetzt von der Vogelperspektive aus, dann können wir jetzt hier vorsichtig an unserem Faden ziehen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu fest zieht, nicht, dass euer Faden vielleicht noch reißt. Das wäre natürlich dann sehr ärgerlich. Aber dieses Garn ist auf jeden Fall auch sehr robust. Also da kann man schon ganz gut dran ziehen, ohne dass man sich Gedanken machen muss. Und dann seht ihr schon, dann schließt sich nämlich hier unser Loch. Und das können wir dann, wie gesagt, nochmal schön festziehen. Und ich lasse das Ganze dann hier nochmal, mache das nochmal mit so einem Knoten fest, damit sich dann da auch wirklich nichts mehr lösen kann. Und dann könnt ihr natürlich diesen Faden hier noch ein bisschen vernähen. Also ich fahre da immer einfach durch so ein paar Maschen durch, damit dann da nichts mehr aufgeht. Und den anderen Faden, falls der bei euch oben ist, könnt ihr den natürlich auch noch vernähen. Falls der bei euch unten ist, dann selbstverständlich auch. Und jetzt können wir uns die Mütze einmal wenden. Und dann ist sie auch schon fast fertig. Dann könnt ihr euch einfach noch dieses Bündchen hier umschlagen und schon habt ihr eine wirklich wunderschöne, einfache Häkelmütze. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch schon mal. Bis dahin, eure Judith.